Was geht ab, liebe Gamer? Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, die Vlogs gibt's immer noch. Ja, ich weiß, ich habe in letzter Zeit ziemlich viele totale Langeweile-Vlogs gemacht. Die kommen auch immer noch. Also, da werdet ihr auf jeden Fall noch einiges sehen. Aber mir ist gestern beim Zocken was aufgefallen und darüber möchte ich mit euch diskutieren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn es um das Thema geht, dass bei Einzelspielerkampagnen, ja, bei Singleplayer-Spielen, da muss die Atmosphäre stimmen, ja, das muss irgendwie schön rund sein, das Universum muss einfach authentisch sein, es muss sinnvoll sein, dass man, damit man sich wirklich fesseln lassen kann. Aber manchmal, in manchen Spielen, in manchen Situationen, da greift das Spiel aus seinem eigenen Universum heraus in unser Universum rein. Und das finde ich jetzt, okay, habe ich ein bisschen blöd erklärt, ich glaube, ihr habt mich nicht verstanden, ich bin auch zu doof für sowas. Aber ich versuche das anhand eines kleinen Beispiels. Stellt euch mal vor, ein Tutorial-Level, ja? Ihr seid jetzt irgendwie ein Schüler und ihr habt einen Meister, der erklärt euch ja, springen über den Abgrund oder kriecht da runter hindurch oder sowas, ja? Und dann kommt so ein Satz von einem Meister im Spiel zu seinem Schüler, um den Gegenstand zu benutzen, drücke die Starttaste, geh ins Inventar und bestätige mit X, um den Gegenstand zu verwenden. Sowas zum Beispiel. Hätte man das nicht irgendwie feinfühliger integrieren können? Und da habe ich mich gefragt, ist es sinnvoll, teilweise realistische Sachen beiseite zu legen, um dann etwas zu integrieren, was total panne und sinnlos ist, aber das macht mehr Spaß? Ich weiß es so genau. Ich gebe euch mal ein paar kleine Beispiele, mehr Beispiele, wow. Ego-Shooter, ja. Seit einiger Zeit ist es ja so, dass man zum Beispiel nicht mehr irgendwie ein Medipack aufnimmt, um sich zu heilen, oder dass man, wenn man getroffen wird, dass man irgendwie auch verwundet bleibt. Das hat ja alles noch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Man hat zwar nicht gesehen, wie er das Medipack aufmacht, Bandagen drum bindet oder so. Das wäre jetzt auch zu doof gewesen. Aber man hat sich irgendwie vorstellen können. Und heutzutage ist das so, man geht irgendwie hinter eine Deckung und wartet ab, bis man irgendwie sich wieder voll aufgeladen hat und so, aua, 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 oh, yeah, baby! Ich weiß nicht, das ist auch irgendwie, macht das jetzt mehr Spaß, weil es jetzt irgendwie schneller geht, oder ist es dann irgendwie blöder, weil es nicht so realistisch ist? Das ist eben die Frage. Genauso auch jetzt nehmen wir mal Waffenhändler. Der Panther Center hat mal ein gutes Video dazu gemacht. Wir nehmen wir einfach mal Resident Evil 4. Ey komm, ey, ein Ninja, der in den spanischen Wäldern mittendrin einen fremden Raketenwerfer verkauft. Over here, stranger. Hätte man das nicht irgendwie feinfühliger machen können? Okay, man muss sagen, ich glaube, wenn der Ninja nicht mehr da wäre, dann würde wirklich ein wichtiger Bestandteil vom Spiel fehlen. Das ist klar, das Kaufen und Verkaufen, das motiviert, das macht Spaß. Aber, warum ein Ninja? Und warum verkauft er denn Maschinenpistolen anstatt Wurfsterne? Ich verstehe es nicht. Was hingegen Resident Evil 5 sehr gut gemacht hat und auch Dead Space, was ich persönlich finde es halt ganz geil, sind diese Echtzeitinventare, ja? Dass ihr nicht mehr irgendwie seelenruhig in euer Inventar reingehen könnt und belegen könnt, welchen Schritt ihr als nächstes macht, sondern dass das alles irgendwie per Echtzeit ist und wenn ihr jetzt zum Beispiel zu lange braucht, dann ist Feierabend. Ihr wollt mehr Beispiele? Ich kann euch ein paar Beispiele geben. Nehmen wir mal das Spiel, was ich überhaupt gerade spiele und wieso ich überhaupt gerade in die Diskussion hineingekommen bin, das ist Metal Gear Solid 3, ja? Ich spiele es ja gerade momentan und es ist wirklich so ganz geil gemacht eigentlich. Ihr habt ja diese Codec-Anrufe. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nicht weiter wisst, wenn ihr nicht wisst, wo ihr hin müsst, wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Gegner besiegt oder sonstiges, dann ruft ihr halt den Experten an und der sagt euch so, was seine Tipps sind. Das finde ich halt geil. Es ist integriert in die Welt, es ist authentisch und macht Spaß, ja? Aber dann gibt es wieder so eine Sache, wo ich mir denke, hey, das hätte man doch auch irgendwie logischer machen können. Ich meine, man sitzt da 5 Minuten in einem Codec-Gespräch, redet mit seinem Colonel, während hingegen der Bossgegner wahrscheinlich daneben sitzt und einen Tee trinkt. Also irgendwie, ach, ich weiß nicht. Und das ist jetzt meine Frage an euch. Ist es halt irgendwie besser, wenn man teilweise den Realismus einfach mal links liegen lässt, um das Spiel irgendwie frischer und schneller zu machen? Oder macht es irgendwie mehr Sinn, wenn es irgendwie doch realistischer und authentischer bleibt? Dann macht es für euch mehr Spaß. Das ist die Frage. Ich bin mir selber unschlüssig. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen würde. Teilweise gibt es Sachen, die ich wirklich dann vermissen würde, wenn sie jetzt geändert werden würden. Teilweise würde ich mir auch denken, echt, besser wäre es, wenn es ein bisschen authentischer integriert in die Spielwelt. Das ist die Frage. Deswegen sage ich, haut rein und bis zum nächsten Mal.